Herzlich willkommen zur Kreativlounge im MIZ. Wir reden heute über Open TV. Kann so ein Wikipedia-Modell theoretisch auch für Fernsehen funktionieren? Und dazu habe ich mir ein paar Gäste eingeladen, mit denen wir darüber jetzt die nächste Stunde sprechen können. Mit dabei ist zum Beispiel Volker Grasmuck. Dann haben wir mit am Tisch Steffen Haug. Wir haben mit am Tisch Jens Best. Und ich habe mit dabei Michael Kahl. Volker Grasmuck, du machst ein Projekt, Volker, das du WikiVision genannt hast, wo es eigentlich schon fast in so eine Richtung geht, ein Open-TV-Konzept zu kreieren, oder? Ganz genau. Das findet statt im Rahmen eines Forschungsprojektes mit dem Titel Grundversorgung 2.0 am Zentrum Digitale Kulturen der Leuphana-Universität, also an der Grenze von Rundfunk ins Internet. Und wir machen verschiedene Aktivitäten, Forschung, Debatte, die wir hier ermuntern möchten, aber eben auch konkrete Projekte. Und eines davon ist Wikivision. Die Idee in der Tat inspiriert von der Wikipedia, dass ganz viel grundversorgungsrelevantes Material ohnehin im Internet veröffentlicht wird, häufig auch unter freien Lizenzen. Aber auch Dinge, die einfach nur einbettbar sind, wo die Rechte nicht verfügbar sind, dass man das kopieren kann, zum Beispiel in Wikicommons. Aber immerhin kann man es einbetten und damit exemplarisch zeigen, das ist unser Ziel dabei, dass eine solche Community-basierte Grundversorgung möglich ist. Jetzt ist dieser Grundversorgungsauftrag ja eigentlich ein Thema, das klassisch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sitzen würde, oder? Ja. Ja, kannst du direkt einhaken. Warum macht ihr sowas nicht? Wir machen Grundversorgung. Naja, dass ihr die Grundversorgung macht schon, aber ihr habt ja eure Mediatheken. Ja. Ja, und in diesen Mediatheken versucht ihr die Sachen ja so lange wie möglich aufzubereiten. Deshalb habt ihr leider auch diesen Depublizierungsauftrag ja bekommen. Ja, so ist es. Aber, haben wir uns nicht ausgedacht. Der habt ihr euch nicht ausgedacht, aber wärst du da so ein bisschen neidisch, wenn du sowas hörst? Oder schaust du da so ein bisschen rüber und denkst ja, Mensch, das wäre eigentlich eine Sache, die wäre ein tolles neues Projekt für uns. Also Neid ist eigentlich gar nicht das vorherrschende Gefühl. Ich würde eigentlich von dir gerne gleich einen Begriff aufgreifen. Diese Grenze zwischen Rundfunk und Internet, hast du eben gesagt. Das ist was, was wir aus dem Alltag kennen und was wir überwinden müssen. Wer auch immer für Grundversorgung sorgt. Ich glaube, wer Grundversorgung machen will, unter den Rahmenbedingungen, wie sie heute haben, mit 5 Jahren haben, 10 Jahren haben, der kann sich um diese Grenze nicht mehr kümmern. Und klar ist das klassisch unsere Aufgabe, das zu machen. Wir können hier jetzt über alle möglichen Formen von Kollaboration, von Zusammenarbeit, von Transparenz, sonst wie reden. Aber ich glaube, wer es macht, ist die zweite Frage. Die erste Frage muss sein, wie können wir das sicherstellen? Denn dass es wichtig ist, scheint mir jedenfalls unstreitig. Das können wir auch noch mal zur Diskussion. In 5 Jahren müssen wir nicht mehr über die Grenze reden, weil wir ohnehin jenseits der Grenze, also im Internet sind? Sehen wir das? Also jedenfalls für, es ist die Frage, wen man fragt. Aber nennenswerte Teile der Bevölkerung, ja. Mhm. Und zwar so nennenswert, dass sozusagen die Demokratie, die öffentliche Meinungsbildung, wie wir sie uns vorstellen, ohne das nicht funktioniert. Jetzt haben letzte Woche haben wir mitbekommen und haben so ein bisschen, ich habe so ein bisschen mit Schrecken reagiert, dass in Griechenland es kurz zur Debatte stand, den öffentlich-rechtlichen Sender einfach mal dicht zu machen, was dann später durch ein Gerichtsurteil nochmal rückgängig gemacht wurde. Aber es war schon so ein bisschen gesagt, um Gottes Willen, ja, da geht ja eine gesellschaftliche Stellung verloren auch. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht und dachte mir, vielleicht ist so ein Reset gar nicht schlecht, vielleicht kommt dann was Neues, weil die Bevölkerung vielleicht in sich denkt, Mensch, wir müssen das vielleicht generell anders gestalten. Jens, braucht man überhaupt noch eine öffentlich-rechtliche Fernsehstruktur, um so einen öffentlichen oder so einen Grundversorgungsauftrag zu gewährleisten? Oder kann sowas in einer Open-Struktur durch Zusammenarbeit mehrerer Autoren auch stattfinden? Also ich glaube, Offenheit ist immer etwas, was in einen bestehenden Kulturraum reinfällt. Und immer Offenheit ist immer auch, fällt auch immer in andere. Also ob wir bei Open Access, also wenn wir im wissenschaftlichen Bereich sind oder Open Education Resources, dann sind die, wie funktioniert da gerade das, damit irgendwas bei rauskommt. Und wenn da jetzt das Prinzip der Offenheit hineingebracht werden soll, kann man die nicht einfach so einschalten, sondern man muss sich überlegen, wie kann hier eine Öffnung, wie kann dieser Übergang auch stattfinden. Mhm. Natürlich kann man ganz radikal sagen, so wie das die Wikipedia damals gemacht hat, so wie WikiVision das jetzt quasi andenkt, zu sagen, wir machen einfach eine Parallelstruktur, fangen damit an und
die Öffentlich-Rechtlichen werden es dann irgendwann verstehen oder auch nicht. Das ist ja auch nicht das Entscheidende. Ja? Mhm. Aber wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt natürlich jetzt diesen Bruch jetzt nicht so radikal sieht und sagt, auch vor dem Internet haben schon Menschen über den Auftrag von Medien im Bildungs- und Informations- und Kultursinne nachgedacht, dann wäre es ja schön, da vielleicht noch eine Linie zu ziehen. Mhm. Und diese Linie würde dann bedeuten, dass ein wesentliches Stück Offenheit reinkommen sollte. Ob man dafür, wie in Griechenland jetzt mal kurz ARD und ZDF abschaltet, ja, hätte ich zumindest was dagegen. Müssen wir sehen, ob das jetzt einfach, also man weiß ja nie, was Frau Merkel morgen macht, die Richtung oder die Richtung, insofern alles ist möglich. Aber wenn es jetzt nicht passiert, dann ist die Frage, kann man während des laufenden Betriebs diese Offenheit schon implementieren? Ich glaube, da gibt es schon einige Ideen, ob man dann gleich alle Professionellen vor die Tür setzen muss oder ob man da vielleicht sogar sagen muss, es gibt die professionelle Art der Bildungskultur und Informationsvermittlung und es gibt die immer professionellere, amateurartige Art, das zu tun. Und vielleicht ist das auch ein Auftrag. Also ich glaube, um da einen Punkt zu machen, Öffentlich-Rechtlichen waren früher Gatekeeper, jetzt sind sie Gatewatcher. Das heißt, sie sind vielleicht diejenigen, die auf dem Weg zu mehr Offenheit, diejenigen, die diese Offenheit in die Hand nehmen wollen und selber gestalten wollen, dabei helfen kann, diese Techniken, die dafür notwendig sind, zu vermitteln. Ich will mal ganz kurz auf das eingehen, was du gerade gesagt hast, Volker. Ob sich diese Struktur vielleicht sogar verändert. Jetzt ist es bei euch zum Beispiel so, Steffen, ihr habt eine Fensterfrequenz bei RTL und Sat.1 mit Spiegel TV. Ihr habt aber gleichzeitig auch ein sehr umfangreiches eigenes Online-Angebot, wo ihr einfach quasi die euch fehlende Sendezeit bei den Sendern, weil ihr euch nicht die beiden Sender gehört, einfach nochmal ergänzt durch ein sehr breites oder sehr umfangreiches Online-Angebot. Brauchen wir diese Senderstruktur überhaupt noch oder verlagert sich das nicht sowieso in Mediatheken, die sowohl linear als auch nonlinear funktionieren? Um einfach mal die Grundstruktur zu klären. Du meinst jetzt, ob wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen überhaupt noch brauchen oder ob wir Sender noch brauchen? Das kann also auch mit RTL und Sat.1 genauso funktionieren. Na, ich glaube, ich bin ja da, so im Gegensatz zu dir, gehöre ich ja nicht zur Grundversorgung. Oder das, was wir machen, ist ja, wir haben ja keine Grundversorgung oder wir sind es nicht. Obwohl ich natürlich glaube, dass wir wichtig sind für diese Meinungsbildung in diesem Land. Aber ist natürlich ist der Spiegel Online und auch Spiegel TV finanziert sich über unterschiedliche Quellen und der Spiegel muss sich eben finanzieren dadurch, dass er verkauft wird und Spiegel Online finanziert sich im Moment über die Anzeigen, die auf Spiegel Online drauf sind. Von daher, für uns ist es der Ausgangspunkt, der Spiegel als Gruppe ist ja relativ früh mit Spiegel Online ins Netz gegangen, also als eine der ersten, also ich glaube das erste Nachrichtenmagazin weltweit überhaupt. Aber das dann zu entwickeln zu so einem Newsportal, das war ja ein langer Prozess, hat ein paar Jahre gedauert, bis es dann irgendwann ja eigentlich minutenaktuell wurde. Und mit den Bewegtbildern war es so, wir hatten ja bis 2007 einen eigenen Sender. Also wir hatten ja hier, der hieß, heutzutage heißt der D-Max, früher hieß er XXP. Und dann haben wir uns überlegt, als wir diesen Sender an Discovery verkauft haben damals, was machen wir? Wir haben gar keinen eigenen Sender, wir brauchen sowas wie einen Sender und haben dann uns überlegt, die Zukunft ist das Internet und haben dann bei Spiegel Online begonnen, Videos zu machen. Am Anfang noch sehr zu Fernsehbedingungen, haben richtig klassisch mit einem klassischen Studio, mit einer Nachrichtensendung und mit im Prinzip versucht, nach Fernsehstandards im Netz zu senden. Und das war eine Totalkatastrophe, weil da gibt es eben keine Erlösmodelle, die auch nur annähernd das tragen können. So. Und deshalb hat sich das in den vergangenen Jahren stark verändert und wir haben dann vor 2 Jahren ja einen Web-TV-Sender gegründet, spiegel.tv, wo wir eben versuchen, auch Fernsehinhalte im Netz zu zeigen. Das ist eher da gibt es eine ganz klare Strategie zu sagen, das ist Fernsehen. Das heißt, das ist nicht interaktiv, sondern die Leute sollen sich hinsetzen und sollen im Netz Fernsehen. Also auf einen Bildschirm gucken und einfach Fernsehen. Sie können zwar noch ein bisschen gucken, was haben die sonst noch, aber das Bild läuft immer. Jetzt sind wir aber noch sehr in diesen alten Strukturen. Da gibt es einen Sender und einen Empfänger oder es gibt einen Produzenten und einen Konsumenten. Und wenn wir in die Struktur zum Beispiel in der Wikipedia reinschauen, dann haben wir ja die Situation, dass jeder mitmachen kann. Also ich stelle mir das so ungefähr so vor, da gibt es die ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek, dann gibt es euer Spiegel.tv und ich bin jetzt zum Beispiel ein Filmemacher oder denke mir, Mensch, ich habe da gerade eine Dokumentation gedreht über das Leben der Ameisen und die stelle ich jetzt entweder bei dir in die Mediathek oder ich stelle sie bei dir in die Mediathek, weil ich finde, das ist anspruchsvoller Content. Ich glaube, ich habe das Leben der Ameisen gut dargestellt. Ist das so ein berühmter 3-Minüter? Das weiß ich noch nicht, ob das ein 3-Minüter oder ein 4-Minüter, vielleicht ist es auch ein 12-Minüter. Aber der passt bei euch beiden ganz gut in die Mediathek. Du willst ihn nicht, du sagst, nee, du bist ja nicht von der ARD.
du willst ihn irgendwie auch nicht. Was mache ich? Ich stelle ihn bei YouTube ein oder bei Vimeo. Und weil ich sage, naja, das ist jetzt auch für mich irgendwie noch so eine Wissensgeschichte, setze ich den noch auf CC-Lizenz, also Creative Commons, damit andere Ameisen-Profis noch von meinem Videomaterial profitieren können, daraus wiederum das nächste machen. Ist das so eine Struktur, die dann irgendwann kommt? Oder ist das eine, die ihr vielleicht sogar euch beide wünscht? Das ist die Struktur, die wir heute haben. Ja. Also deshalb haben wir die Flut von täglichen Produktionen, die auf YouTube und Vimeo erscheinen. Mhm. Nur was wir dort haben, ist eine völlig unstrukturierte Menge an Videos, unterschiedlichster Güte. Bei der Wikipedia gibt es ja nicht nur die Texte, die man lesen kann, sondern es gibt im Hintergrund ja auch eine ständig mitlaufende Diskussion, was ist eine Enzyklopädie, was ist relevant, was ist Qualität für einen Enzyklopädieartikel und so weiter und so weiter. Dieser Teil, den wird es auch bei Wikivision natürlich geben, die Kriteriendiskussion, die Filterdiskussion. Und wenn die zunächst mal ausgeht von den Grundversorgungskriterien, die wir aus Rechtstexten, operativen Texten der Anstalten etc. extrahieren können. Das wird der Ausgangspunkt sein. Aber die Diskussion in der Community wird sich sicherlich weiterentwickeln. Wenn die Community dann sagt, dieser Film über das Leben der Ameisen entspricht unseren Kriterien, den können wir mit aufnehmen, dann kann der natürlich weiterhin auf YouTube stehen bleiben, aber wird gleichzeitig hineinzitiert in einen Kontext, der dieses zusätzliche Siegel von Grundversorgung hat. Von hier haben Leute drauf geguckt, hier hat eine Community Kriterien entwickelt und die angelegt, das redaktionell möglicherweise noch bearbeitet, in den Kontext gestellt. Und damit hat man einen Ort im Netz, wo man das hingehen heißt, kann aber, und ein Gewehr hat, dass hier tatsächlich auch Grundversorgung. Das heißt, wir haben aber jemanden, der die Aufgabe erfüllt, diesen Wust an fragmentierten Inhalten als Klammer zusammenzuführen. Und darin besteht eine Verantwortung und eine wichtige Aufgabe. Das habe ich nicht richtig verstanden. Grundversorgung wäre diese Klammer, der Kontext, in den bestimmte Dinge hineinkommen. Das heißt, ich verstehe dich aber auch so richtig, dass die Grundversorgung gar nicht mehr darin besteht, diese Ameisendokumentationen zu drehen, sondern die Klammer zu sein. Das heißt, die Aufgabe verlagert sich ein bisschen. Beides. Also wenn ich an dieser Stelle den Vergleich mal zulasse, ich würde ihn an anderer Stelle nochmal... Also, dass die Wikipedia von ihrer Fehlerhaftigkeit vergleichbar ist mit klassischen Enzyklopädien, nämlich sehr gering, war ja gerade eine der großen Überraschungen vor einigen Jahren. Und es zeigt sich also, dass die Regel der Mehraugenprüfung ja durchaus auch funktioniert, auch wenn diese Augen sich nicht alle kennen und einige sogar pseudonym auftreten. Mhm. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass natürlich hier dann ein Ameisenfilm bewertet werden kann, so nach dem Motto, ja, schön, dass du von der Rotameise redest, das ist aber die Schwarzameise und das ist auch nicht der Westerwald und da kommt sie nicht vor. Wenn das ein Text wäre, und das ist jetzt die Stelle, wo bei mir der Bruch ist, abgesehen davon, dass wir jetzt mal wirklich von dem fertigen Film reden und nicht, was davor passiert ist, weil davor ist ja die Arbeit passiert, dass dieser Film überhaupt da ist. Mhm. Aber ich denke mal, da kommen wir bestimmt noch hin. Aber jetzt ist ja dieser Film fertig. Ja, natürlich kann man ihn nach wie vor bearbeiten, man könnte ihn schneiden, man könnte ihn neu vertonen, man könnte den Fehler vielleicht rausmachen, weil das Bild gut ist, aber der Text falsch. Mhm. Das heißt, bei der Wikipedia einen Text zu korrigieren, ist einfacher, oder ist jetzt zumindest einfacher, als einen Video, in der Audio-Tonspur, Video, Neuschnitt, hat man das Rohmaterial, hat man Zugriff auf Rohmaterial oder nicht. Also da sind verschiedene Punkte, wo ich noch so formal-technische Probleme sehe, einen Film crowdmäßig zu verbessern, weil ich habe ja nur sein Material. Und vielleicht muss man den ganzen Film verstößt an eine Grenze, weil einen halbfertigen Text kann ich durchaus sinnvoll lesen. Da können schon sinnvolle Informationen drin sein, den kann ich kommunizieren. Den kann ich sozusagen auch am offenen Herzen operieren, während er schon publik ist. Mir fehlt da auch noch ein Stück Fantasie, aber ich bin lernwillig. Ich gebe dir ein Beispiel oder ich gebe euch ein Beispiel in die Runde. Da passieren Sachen wie zum Beispiel eine Revolution auf einem Tahrirplatz und im Fernsehen in Deutschland laufen dabei Wintersportberichterstattung. Und wir fühlen uns irgendwie oder mangelhaft. Kochsendung, wie im türkischen Fernsehen. Ja, auch das gibt es, genau. Aber irgendwie jetzt aktuell kriegt man so, jetzt, das ist auch jetzt aktuell, genau. Wobei wir mittlerweile ein bisschen schneller geworden sind als damals. Aber ich habe damals so das Gefühl gehabt, dass das, was ich bei Twitter verfolgt habe und im Netz, eine ganz andere Nachrichtenrealität war, als das, was gerade im Fernsehen lief. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Grundversorgungsauftrag. Da habe ich so damals so ein bisschen das persönliche Gefühl gehabt, da läuft irgendwas schief. Und dann hat man angefragt bei den Sendern und dann hieß es, ja, programmplanerische Gründe ist halt schon ein großes Ereignis und war schon fertig geplant. Mhm. Und mittlerweile haben wir Gott sei Dank andere Strukturen. Aber
Wenn wir jetzt das mal übertragen, wir hätten heute tausende von Kameras, wir haben tausende von Quellen, wir können diese Quellen auch zitieren, es muss nicht mehr Quelle YouTube heißen, man kann auch den Nutzer nennen, es gibt auch dort die C-Lizenzen. Das heißt, theoretisch ist der Fundus an Rohmaterial, an Quellen, ist ein ganz anderer. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr diesen ganzen Film zeigen, sondern theoretisch könnte man wirklich auch sagen, wir haben hier auf einer ARD.de oder auf spiegel.tv einen Feed von Rohmaterial, der gerade reinläuft. Und wir haben 4 Content-Manager oder Redakteure, die das gerade versuchen, ein bisschen kontextuell einzuordnen, was ihr da an Rohmaterial seht, was davon ist echt, was davon ist falsch, was davon ist... Ja, also das wäre ja auch eine Möglichkeit, die man, wenn man dieses Kuratorenprinzip ein bisschen, diesen Curated Journalism sieht in diesem Bereich. Ja, aber da ist zwischen Auslieferung und Produktion, ja, also ich sag mal, das Gespür zu haben, an welcher Stelle des Taximplatzes stehe ich, ja, wen frage ich, was für Quellen habe ich, wie lange bin ich schon da, wie gut bin ich vernetzt, bin ich vielleicht ein Korrespondent vor Ort oder bin ich als Freier für mehrere Sender unterwegs, lebe aber selbst in Istanbul und beschäftige mich beruflich damit, Informationen zusammenzutragen. Jetzt gibt es natürlich genauso schlaue Bürger, die auch gut vernetzt sind. Es gibt sogar deutsche Blogger, die rübergeflogen sind jetzt gerade in die Türkei und auch wunderbare, sowohl also die Stimmung vermittelt haben, als auch sachliche und journalistische Arbeit geleistet haben. Also das, aber es ist ja, das Ausliefern und das Erstellen ist, geht hier gerade, wenn es um so Live-Sachen geht, ja wirklich ineinander über. Und da ist natürlich die Frage, wie professionell ist man gerade, wenn man, wenn es wirklich dann mal hart zugeht, wo dann auch selbst gestandene Journalisten an ihre Grenzen kommen, wo man dann vielleicht auch einfach als Bürger, der eben noch den Wunsch hatte, ganz viel zu twitpicken oder wie auch immer, wobei ich ja sagen muss, gerade diese ganzen Dienste, diese ganzen kommerziellen Dienste, die haben ja alle nicht die Möglichkeit, automatisch zu sagen, Creative Commons. Mhm. Muss man ja mal festhalten, dass bis auf Flickr, glaube ich, wenn man alle da überhaupt nicht diese Möglichkeit bieten, zu sagen, ich gebe dieses Foto unter einer freien Lizenz. Ja, also YouTube und Flickr können das beide. Aber du sprichst ja gerade von dieser, du bist ja letztendlich dieser, der Sender, du hättest diese Struktur. Du bist der Sender. Wie würdest du deine Struktur wünschen? In Hamburg bei ARD aktuell passiert genau das. Die haben vor, frag mich, 3 Jahren in etwa, einen Desk eingerichtet, der nichts anderes macht, als wo die genau solches Material, YouTube-Videos und was auch immer für Videos, auf welchem digitalen Weg auch immer, jetzt eben aktuell zum Beispiel aus Istanbul kommen, die das prüfen. Und die gucken, ist das plausibel? Denn da ist auch viel Zeug dabei, was nicht aktuell ist, in anderen Städten spielt, aus ganz handfesten Interessen unter falschem Label veröffentlicht wird. Also es ist eben nicht so einfach zu sagen, guck mal, hier gibt es so wahnsinnig viele Streams und die verbreiten wir jetzt einfach alle weiter. Weil das, worin, glaube ich, die Grundversorgung besteht, ist, das Thema hatten wir ja eben schon, genau hier zu prüfen und hier genau so ein Siegel drauf zu tun und zu sagen, wir zeigen dir nicht alles, aber das, was wir dir zeigen, das ist etwas, was in Kontext gestellt ist, was geprüft ist. Das könnt ihr genauso, das ist ja nichts, was wir exklusiv können. Jetzt mache ich die Klammer auch noch ein bisschen auf. Klammer aufmachen ist genau mein Stichwort. Ich würde das gerne nochmal in Zusammenhang setzen. Man kann im Detail immer streiten. Muss man mehr aus Kairo zeigen? Ist Wintersport parallel unangemessen? Jederzeit diskutierbar. Ich glaube, der wichtige Unterschied ist, in der Türkei gibt es von diesen Bildern nichts zu sehen. Und hier gibt es sie zu sehen. Hier hat niemand ein Problem, sich über die Situation in Istanbul zu informieren. Auf welchem Weg auch immer. Und das macht, glaube ich, schon mal einen entscheidenden Unterschied aus. Und da sollten wir jetzt hier dann auch das im Blick behalten, wie die Verhältnismäßigkeit ist. Richtig. Jetzt habe ich, das hast du das gerade sehr schön erzählt, was bei ARD aktuell passiert, dass du da die Insights hast, weil du dir auch mal reinschauen kannst, dass die Kollegen sind. Wäre es nicht eventuell sinnvoll, dass alle diese Insights haben, dass auch dieser Prozess, was passiert da an diesem Desk, wenn wir von Open TV reden, dass auch die Rechercheprozesse offen liegen, so wie bei einer Wikipedia, wo es eine Löschdiskussion und eine Erstelldiskussion und eine Lalala-Diskussion gibt. Ist das eventuell auch notwendig, dass dann auch dieser Rechercheprozess transparenter ist, dass man auch da mitmachen kann, mithelfen kann? Das ist genau die Idee von Wikivision. Faktenchecken ist eine große Herausforderung. Ich bin sehr gespannt auf das Experiment, was wir jetzt zur Bundestagswahl sehen werden. Die Kooperation zwischen Wikipedia oder Wikimedia und ZDF. Faktencheck zu Politikeraussagen. Die Ergebnisse, die dabei rauskommen, werden unter Creative Commons veröffentlicht. Schafft es die Community zeitnah, solche faktischen Politikeraussagen zu überprüfen? Ich glaube, das wird ein ganz wichtiger Prüfstein sein. Das läuft bereits. Oder probeweise lief schon. Und wird ein Beispiel sein, wenn es funktioniert,
auf das man aufsetzen kann und das man auch in, im Zusammenhang von Wikivision oder anderen Kontexten dann darauf aufsetzen kann. Ich glaube, das Entscheidende an der Sache ist auch nicht nur, also das Tolle ist natürlich, dass diese Sachen dann unter einer freien Lizenz stehen. Das ist, glaube ich, für das ZDF auch einfach mal gut, dass diejenigen, die dort im ZDF, es gibt ja auch in den Sendeanstalten sehr viele Progressive, die quasi dort vor Ort kämpfen. Ja. Und das ist auch ganz gut, dass diese freien Lizenzen jetzt mal geübt werden. Aber nichtsdestotrotz ist ja dieser Prozess, ist ja das Crowdsourcen. Also hier haben wir die Berufsjournalisten und hier haben wir die diejenigen, die auch aus der reinen Leidenschaft heraus in ihrer Freizeit eine Recherche machen und sagen, Paragraph 17 passt aber nicht zu Paragraph 18 oder was auch immer, und daran Spaß haben. Ja, dass das jetzt, dass wir das wir als Wikimedia machen, ist halt eine Sache, aber im Prinzip geht es uns auch zu sagen, das muss jetzt kein Wikipedianer sein. Also es ist zwar jetzt eine Kooperation mit uns, aber im Prinzip ist es einfach nur zu sagen, jeder Bürger, der das Internet nutzt, nicht nur um Katzenbilder reinzustellen oder irgendwelchen Unsinn zu reden, sondern auch einen Anspruch hat, was zu erfahren und sich auszutauschen und dadurch klüger zu werden, kann da mitmachen. Also sozusagen die Wikipedia-Erfahrung in einem öffentlich-rechtlichen Rahmen läuft gut. Es gibt ja auch eben Nicht-Wikipedianer, die ihre Beispiele bringen da. Mhm. Wir schauen mal. Aber das ist natürlich immer, jetzt muss man sagen, ist das nicht, ist jetzt wieder ein Projekt. Ja, wir machen ja viele Projekte und aus Projekten, die gut laufen, werden ja dann auch hoffentlich Leuchtturmprojekte und dann inspirieren die dafür. Aber die Frage ist, ob diese ganzen Einzelprojekte auf die Dauer, also wie lange wir noch so tun sollen, ob das Neuland wäre. Mhm. Oder ob wir jetzt einfach mal sagen, es ist kein Neuland und wir würden jetzt gerne mal diese Strukturen, die da sind, etwas rapider umsetzen, als jetzt noch mal 10 Jahre zu warten, bis dann endlich irgendjemand macht. Aber es ist ja da. Lutz Marmor, ARD-Intendant, hat ja durchaus eine Haltung, wo man sieht, Open ARD, ZDF findet er gut, also mehr Transparenz, Depublikation, glaube ich, ist kein Thema. Da muss jetzt einfach auf den nächsten Medienstaatsvertrags, tralala, wie auch immer lang das Wort so ist, gewartet werden. Rundfunkänderungsstaatsvertrag. Der 17., 18., wie auch immer. Ja. Ich tue jetzt mal so, als wüsste ich das nicht. Ist alles nachgoogelbar. Genau. Nach Wikipedia. Ja, dafür haben wir ja eine Verwaltung, die sich um sowas kümmert. Genau. Also aber lass mich an der Stelle kurz einhaken, weil wir gerade von neuen Strukturen reden, sehr viel über Open, über Creative Commons gesprochen haben. Wie leicht ist es für dich, mit deiner Redaktion darüber nachzudenken, welche Inhalte ihr von außen als Rohmaterial reinholt? Und wie sehr ihr vielleicht sogar eure Inhalte wieder unter einer offenen Lizenz rausspielt in die Community. A, zum Faktencheck, B, zum Remixen, also dieses Thema Remix-Inhalt. Wie leicht oder wie schwer tut ihr euch da? Ich tue mir da ehrlich gesagt schwer damit. Also weil, erstens mal ist es so, wir versuchen ähnlich wie die ARD das macht, alles, was wir im Netz finden und wo wir drauf stoßen, natürlich immer zu verifizieren. Versuchen das dann zusätzlich, wenn wir jetzt zum Beispiel was finden, versuchen wir noch den Rückkanal erstmal zu nehmen. Also wir schreiben die Leute an. Also versuchen erstmal, dürfen wir das nehmen? Weil was wir machen, ist ja kommerziell. Im Endeffekt ist es kommerziell. Deshalb versuchen wir erstmal dann mit denen in Kontakt, was ganz oft gar nicht funktioniert. Das heißt, das einfach so zu nehmen und dann Quelle Internet oder Quelle YouTube machen wir zwar im Notfall auch, aber ich finde, es ist eher... Aber ungern, hoffe ich, oder? Es ist eine echte Krücke. Natürlich ist es mir lieber, wenn der Gegenüber sagt, ja, nimm es. Natürlich. Nur das ist ja ganz oft praktisch in dieser... Ist überhaupt nicht möglich. Zumindest und du hast ja mit Creative Commons die Möglichkeit zu signalisieren, ohne dass man einen Rückkanal haben muss. Ihr, auch wenn ihr das kommerziell nutzen wollt, dürft ihr das. Also es gibt ja ganz klare Lizenzaufstaffelungen, die jetzt keine große Wissenschaft sind, wo man sagen kann, also wenn man das nicht will, sagt man halt eben NC, also Non-Commercial. Und die meisten haben ja gar kein Problem damit. Ja? Also dieser Wunsch zu machen, aus meinem Twitpic jetzt irgendwie diese Sache da mit dieser Feuerwehr, dieser Brand in London, als dann da gab es kurz vorher einen kleinen Skandal, deswegen waren alle Fernsehsender etwas und alle Zeitungen etwas zurückhaltend, haben dann ganz höflich bei dem Twitter angefragt, so, dürfen wir da ein Foto nehmen? Er so, natürlich, meint ihr, ich will jetzt von dem Elend dieser Leute irgendwie Geld verdienen. Was natürlich ein Profifotograf natürlich sagt, naja, also meine Aufgabe ist es, draufzuhalten, wenn es anderen nicht gut geht. Ja? Also insofern, das ist ja auch ganz spannend, weil wir da einen ethischen, also auf einer gewissen Ebene, auf einen ethischen Diskurs kommen. Ja. Aber das Wichtige, glaube ich, worauf du hinaus wolltest, war ja auch die Frage der, ist die Rechtssicherheit. Das so Remix ja, ist nicht die Rechtssicherheit. Sondern ich sage nochmal, bei mir ist natürlich im Ernst so, wenn ich einen Reporter wohin schicke, der dort dreht, dann ist ja alles, was dann letztendlich auf dem
auf dem Bildschirm ist, ist ja auch das, was der Reporter erlebt hat, wie er es gesehen hat, wie er es reportiert. Also dieses journalistische Werk hat für, das ist ja auch ganz, das gehört ja zu sowas wie Spiegel TV dazu, dieser Blickwinkel, die Art und Weise, wie wir drehen, wie wir es dann texten, wie wir es kommentieren, wie wir es einordnen. Und da hat praktisch sowas, so ein freies Element, manchmal sowas wie ein Belegwert oder ein Zitatwert, aber dass es so einen ganz eigenen Wert bekommt, das ist sehr, sehr selten. Meistens ist es so, wir versuchen unseren Zuschauern durch das, im Prinzip durch unsere Sicht auf was, Dinge zu beschreiben. Und dass eure Materialien nochmal, du hast vorhin gesagt, ganz am Anfang, du glaubst, dass ihr einen wichtigen gesellschaftlichen Wert habt. Ja, das, was ihr tut, ja, journalistisch. Klar. Und glaubst du, dass man diesen wichtigen gesellschaftlichen Wert auch dadurch nochmal untermauern könnte, dass man sagt, wir holen es nicht nur raus aus dem Netz und verifizieren es, sondern manchmal geben wir es auch zurück, wie so eine Art Bibliothek. Wir stellen es eben auch selber wieder unter eine offene Lizenz, damit andere mit diesen Reportagen wiederum das Weltwissen speichern können. Ist das zum hehren Anspruch? Nee, im Ernst ist es ja so, du kannst ja bei uns auch in unserem Archiv, auch im Netz, kannst du diese Sachen ja finden. Mhm. Also wenn du sie suchst, wirst du sie finden. Und natürlich sind diese für eine kleine Fernsehproduktion wie Spiegel TV ist natürlich das Archiv einer der größten Werte, den wir überhaupt haben. Mhm. Ich meine, als Beispiel, wir haben ja der Kollege Mascolo, der jetzt Chefredakteur beim Heft war, hat ja als einziger praktisch die Öffnung der Mauer gedreht. Also praktisch, wie der Schlagbaum aufgeht und wie die Leute durchströmen. Das ist natürlich ein historisches Bild. Mhm. Und es hat einen unfassbaren Wert im Prinzip für die Gesellschaft, aber natürlich auch für uns. Ich glaube, dieses Bild ist so bei euch aber wahrscheinlich nicht nur der Gesellschaft, es ist auch der monetäre Wert. Natürlich, oder? Aber ich meine, davon leben wir, dass wir solche Dinge dann weiterverkaufen. Also ohne dass man für den Spiegel was bezahlt oder bei Spiegel Online Werbung guckt, ohne das, und das würde zahlt ja niemand mein Gehalt. Nicht mehr funktionieren. Und das würde nicht funktionieren. Deshalb ist warum es natürlich nicht? So. Warum nicht unter einer CC-NC? Da erklärst du ganz kurz Lizenz, also non-commercial. Also die nicht kommerzielle Nutzung wird damit freigegeben, aber wenn ein anderer Sender, ein ausländischer Sender, auf dieses Material zugreifen möchte, muss er weiterhin ganz regulär kommerziell lizenzieren. Du hast natürlich das Problem, es gibt keine Regel, es gibt nur sehr lockere Regeln für Bildung, für Wissenschaft. Also wenn man das verwenden will im Unterricht zum Beispiel, dann ist man ja quasi mit einem Bein als Lehrer im Knast. So. Um das zu vermeiden, kann man jetzt einen großen Deutsch-Verwaltungsaufwand machen oder man sagt einfach, es ist jetzt unter einer NC-Lizenz und deswegen kann man das dann eben unter Gericht verwenden. Weil bis wir im deutschen Urheberrecht mal eine vernünftige Schrankenregelung bekommen, die jetzt nicht vollkommen Banane ist, und wir haben ja gesehen, dass selbst die kleinsten Versuche jetzt wieder gescheitert sind, kann man dann einfach sagen, wir warten jetzt da auch nicht auf die Politik. Also mir geht es darum, dass man dieses Video von diesem Mauerfall im Schulunterricht zeigen könnte, wenn es eben unter einer offenen Lizenz wäre. Das ist das Mindeste. Also eigentlich sollte es natürlich unter... So ein Moment ist natürlich eigentlich allgemein gut. Und da muss ich natürlich sagen, als jemand von Wikipedia muss ich sagen... Eigentlich müsste die Bundesregierung dieses Kaufen, dieses Video, so einmal und dann stellt ihr das quasi unter eine freie Lizenz. Ich muss an dieser Stelle nur mal ergänzen, es gibt auch ganz schöne Bilder, die damaligen Kollegen vom Sender Freies Berlin gedreht haben, sozusagen die andere Hälfte, die müsste die Bundesregierung auch kaufen. Ja, und oder noch eine bessere Idee, Michael, du stellst eure Bilder offen aber das ist, und öffnest die Archive von... Da kommen wir in richtig heißes Fahrwasser. Ja, aber lass uns genau das tun. Spiegel TV gibt es seit 88, kurz nach der Barschel-Affäre. Ja. Und natürlich ist es so, wenn wir von der ARD, von welchem Sender auch immer, das haben wollen, da gab es uns noch nicht mal, zahlen wir, glaube ich, 1.800 Euro die Minute dafür, wenn wir das verwenden wollen. Von daher, und manchmal kriegen wir es gar nicht. Ich finde, das finde ich noch schlimmer, dass wir es... Das ist dann teilweise diese Commercial-Geschichte. Aber da sind teilweise Sachen einfach gesperrt aus einer Zeit, wo es uns noch gar nicht gab. Also wo es praktisch, oder auch bevor es überhaupt privaten Rundfunk gab, also Fernsehen zumindest, gibt es Dinge, die wir nicht kriegen. Jetzt kann ich mir in so einer Mediathek ja viele Sachen anschauen. Du hast gerade von dem Rundfunkänderungsstaatsvertrag gesprochen, in der so und so vielten Version. Wir reden schon über eine
einer allgemeingültigen, allgemein zur Verfügung stehenden Fernsehlandschaft mit allen Rohmaterialien im besten Fall und du auch. Das willst du gar nicht haben. Ich habe gar nicht gesagt, ich äußere mich da gar nicht. Ich kann nur Rohmaterialien. Als Gesellschaft wollen wir das natürlich schon. Aber jetzt gibt es ja so eine Diskussion. Ja, ich nicht sicher. Jetzt gibt es ja, eine Diskussion über Gebührengelder und warum man denn überhaupt Rundfunkgebühren bezahlt und ob man von Rundfunkgebühren sich 15 Krimis und 15 Schlagersendungen und 15 Dokumentationen und 15 Talkshows anschauen muss oder ob man sich auch ein bisschen weniger machen kann. Diese Diskussion will ich gar nicht aufmachen. Aber ich mache woanders die Diskussion auf, nämlich wem gehören denn diese Inhalte? Und wie gehören? Ich denke, das ist das Thema, die publizieren, kam gerade schon zur Sprache, kann man durchaus noch mal zur Diskussion stellen. Aber wäre es nicht, oder welchen Anspruch hättest du selbst an deine Redaktion, an euer Haus, was ihr gerne noch mal als, ich sag jetzt mal, kulturelles Erbe bereitstellen möchtet, wo ihr sagt, das spielen wir wieder komplett an die Gesellschaft zurück, weil die hat schon mal bezahlt. Und dann wäre die Anschlussfrage, ab wann hast du damit ein Problem? Weil du nämlich auf der einen Seite dann nicht mehr die 1080 Euro zahlen musst, ja, auf der anderen Seite aber wahrscheinlich vielleicht auch ähnlich wie bei anderen Sachen euch die Geschäftsmodelle vielleicht sogar wegbrechen. Aber fangen wir bei dir an, Michael. Also das mit dem Depublizieren, um das an dieser Stelle auch mal zu sagen, ist etwas, wo ich mir auch vor 5 Jahren nicht hätte vorstellen können, dass sich irgendjemand das ausdenkt, es irgendwo in einen Gesetzestext schreibt. Aber das gehört nun mal zu unseren Rahmenbedingungen. Der Anspruch mit dem Zurückspielen ist eigentlich der, den wir tatsächlich ohnehin an alles anlegen müssen, was wir machen. Und jetzt kann man über jedes einzelne Stück, was wir produzieren, ob das nun die Abendschau von heute Abend ist, die gleich ausgestrahlt wird, oder ob das die Karnevalsübertragung aus Cottbus ist oder ob es eben unser Tatort ist. Da kann man immer fleißig drüber diskutieren. Das Zurückspielen wird schon da schwierig, wo man realisiert, wir erwerben auch nur Rechte für das, was wir tun. Also wenn wir einen Tatort produzieren, ist es nicht so, dass der uns in vollen Teilen und für immer gehört, sondern da hängen wiederum auch noch andere dran. Und wenn wir sagen, wir wollen gerne mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, dann haben wir auf der anderen Seite... Ja, aber das Problem ist lösbar. Also, weil das früher hatten wir auch keine Internetrechte, deswegen durften die Sachen nie im Netz gezeigt werden. Irgendwann hat man die Verträge umgeschrieben, hat gesagt, wenn was Neues in die Produktion geht, holt man sich die IP-Rechte mit. Also sowas kann man ja in einem Prozess über mehrere Jahre, kann man sowas ja bei Produktionsvergabe schon klären. Also wie wenn dafür ich einen braucht man aber jemanden auf der anderen Seite, der das produziert, der damit auch einverstanden ist. Mhm. Und wir haben hier eine Situation, wo wirklich ganz viele unterschiedliche Interessen sind. Da müssten wir dann den Tisch hier noch ein bisschen vergrößern und da müssten wir noch Produzenten hier dazusetzen. Es wird nicht die erste Kreativ vorstellen. Wahrscheinlich kann man sich das gar nicht leisten. Und wenn du alle Rechte für immer weltweit vom Tatort willst, das wird der Produzent, der ja den Tatort macht. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema noch mal, das ist ja schon ein bisschen, also man muss dann schon mal ein bisschen ins Detail gehen. Also der Hessische Rundfunk ist der einzige öffentlich-rechtliche Sender, bei dem der Tatort noch in-house produziert wird. Sprich, also erstmal, wem gehört das? Das gehört natürlich den Kreativtätigen, die haben die Urheberrechte dran. Mhm. Aber es geht ja hier um die Nutzung. Ja, also es geht nicht um die Frage, wem gehört, sondern wer darf es wie nutzen. Also nur um das mal, die Prinzip. Okay, das hast du recht. Das ist so eine Sache, die sich jetzt auch durchs Netz dann nicht großartig ändert. Die Frage ist nur, wie kann die Verwertung bezahlt werden? Darum geht es ja im Großen und Ganzen. Mhm. Und wenn man früher die Verwertung gesehen hat, wenn der Tatort in-house produziert war, weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn above the line irgendwie der Regisseur, der Kameramann festangestellt ist beim Rundfunk. Ist dann quasi alles, was er tut, oder ist das dann auch noch? Ich weiß es gar nicht genau. Wir sind jetzt sehr im Detail. Also sprich, aber man kann davon ausgehen, selbst wenn man das in-house produziert, hat man eine größere Anzahl fester und auch freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran beschäftigt. Und schon ist man im Bereich von Honorarbedingungen. Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass das Urheberrechtsvertragsrecht, die Ausgestaltung in die Verträge dann wiederum, das lässt sich alles machen. Natürlich genauso, wie es damals war, wenn irgendwie 3 Jahre später ein Tatort in irgendeinem Dritten wiederholt wird, dann hat der Regisseur, der Drehbuchautor, alle Schauspieler und der Kameramann nochmal 25 Euro bekommen von dem ehemaligen Preis, war das, glaube ich. Zumindest der Drehbuchautor hat nochmal 25% bekommen von dem, was er ursprünglich auch schon mal bekommen hat, weil es wiederholt wurde. Private Sender machen eher so Buyout, also einmal hier genau, 90.000 Euro und ansonsten lass uns bitte in Ruhe jetzt. Ja. Und jetzt kommt natürlich noch wenn es immer im Internet ist, ist ja diese Illusion, dass dann, oh Gott, die ganze DVD-Auswertung, angenommen, ich habe jetzt den nächsten Blade Runner gemacht, ja, wo dann die DVD-Auswertung erst überhaupt die Millionen bringen wird. Also man muss dann auch irgendwann mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen und sagen, naja, also es ist ein Tatort und der ist produziert und ob der jetzt die nächsten 50 Jahre im Internet läuft oder jede Woche in irgendeinem dritten Programm, wo ich glaube, so viele Sender wird es gar nicht mehr geben, irgendwie in 10, 20 Jahren. Ich glaube nicht daran, dass es Sender in der Form
also jetzt in 10 Jahren vielleicht, in 20 Jahren definitiv nicht mehr. Also dann ist das auch erledigt, dann ist das so, dann muss man die Verträge jetzt mal umstellen und da hast du natürlich vollkommen recht. Also wer jetzt kommt mit, das geht nicht wegen den Verträgen, dann hat er nicht mitbekommen, dass wir ganz tolle Juristen haben, die bereit sind, für 500 Euro die Stunde jeden Vertrag aufzusetzen. Volker, ich würde gerne kurz Volker was fragen. Ich würde gerne fragen, wenn du das so hörst, mit den, also einmal die Verträge, die Strukturen, du hast gerade über die Lizenzen noch ein bisschen gesprochen, hast es erklärt. Du hast ein Projekt, das nennt sich Grundversorgung 2.0, an dem du auch arbeitest, habe ich das auch mitgekriegt. Da denkst du ja auch sehr viel drüber nach, wie so eine Grundversorgung aussehen müsste. Wenn man dich jetzt mit der Aufgabe betrauen würde, dass du dir diese öffentlich-rechtliche Struktur und das duale System anschaust, wie müsste in Zukunft dieser Grundversorgungsauftrag aussehen, wenn du ihn nach den Gesichtspunkten eines Open TV gestalten müsstest? Nach den Gesichtspunkten jetzt von aus dem, was wir jetzt gerade aus den Gesichtspunkten. Das ist ein. Also Jens hat das die Masterfrage richtig beschrieben. Das wird ja sozusagen daneben gesetzt. Also es ist kein Anti-Projekt, es ist auch kein Reformprojekt, sondern es ist die Beobachtung, es gibt eine Videorevolution, da ist ganz viel Material. Wir können das machen, wir probieren es jetzt. Aber eigentlich hättest du gerne noch mehr Material, oder? Daraus, aus der Praxis heraus, werden wir feststellen, wir kommen an Grenzen. Urheberrecht ist in der Tat ein großes Problem. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob das mit den die richtigen Anwälte machen uns alle Verträge erledigt ist. Da gibt es dann auch noch das Problem der nicht übertragbaren, unbekannten Nutzungsarten. Also in der Zukunft kommt etwas Neues hinzu, Online-Auswertung jetzt für die Sachen, die in 80er, 90er Jahren produziert worden sind, war damals nicht absehbar. Dann kann man nachlizenzieren. Aber für das, was heute abgeschlossen wird, heißt das im Grunde genommen, man muss sich darauf einstellen als Anbieter, als öffentlich-rechtliche Anstalt, dass irgendwann Forderungen kommen werden und man muss dafür Rücklagen bilden. Ja, das ist nicht so ganz einfach. Anderer Bereich sind die Persönlichkeitsrechte. Remixing, ja absolut. Das Material, was wir hier reinbekommen, wird zum Teil in der Form, wie es kommt, 1:1 weiter publiziert, in diesen neuen Kontext gestellt. Bei ganz vielen Sachen wird es darum gehen, das neu zusammenzustellen, Texte dazu zu holen, neuen Voice-Over zu machen. Und das heißt, man greift auch in Urheberpersönlichkeitsrechte, also Recht auf Integrität des eigenen Werkes ein. Aber sind dann, aber jetzt ich frage jetzt mal ganz radikal. Hier liegen 10 Euro Gebührengelder, die liegen rum und die kann ich jetzt verteilen am Tisch. Und jetzt sage ich, pass auf, von diesen 10 Euro Gebührengelder gebe ich 3,50 Euro ab für eine offene Mediathek, in der ein Recherchediskurs stattfinden kann, der in etwa so gestaltet ist wie eine Wikipedia, wo die Infrastruktur bereitgestellt wird, damit kuratieren, damit sammeln von Inhalten und bewerten und verifizieren überhaupt stattfinden kann. Und dann im nächsten Schritt produzieren für diesen Kontext? Pass auf, im zweiten Schritt gebe ich ein paar Euro aus für die Produktion. Und diese paar Euro gebe ich allen dir, obwohl du mit öffentlich-rechtlich nichts zu tun hast. Aber ich will, dass du deine Inhalte, die deine Journalisten hochwertig produziert haben, unter öffentlicher Lizenz, Offenlizenz bereitstellst in dieses offene TV-Portal, Open-TV-Portal. Gleichzeitig mache ich einen Buyout von den Tatortregisseuren und sage, die müssen, oder von mir aus auch Dokumentation, vielleicht macht man auch, sagt, das muss jetzt nicht generell Spielfilm sein, es muss nicht Fiktion sein, es kann auch einfach nur Dokumentation sein. Also man sagt, das hat einen gesellschaftlichen besonderen Wert, Nachrichten zum Beispiel. Und das ARD-Korrespondentennetz zum Beispiel, das stelle ich auch unter CC-Lizenz und sage, daran darf sich jeder bedienen, weil das ist verifiziertes Material. Dann habe ich dieses ganze öffentlich-rechtliche Konstrukt in Sendern mal kurz einfach mit der Axt durchhauen, dann gibt es das nicht mehr, sondern es ist einfach nur noch das Bezahlen von Quellen. Vergessen. Wo liegt es denn technisch? Wo wird es denn tatsächlich? Genau, das ist der nächste Punkt. Nur eins, weil aber so, das gehört auch dazu. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ihr redet jetzt alle davon, dass das, ihr seid alle so wichtig mit der Mediathek und das ist ja auch alles okay. Aber auf der anderen Seite merken wir gerade, dass so eine Plattform wie YouTube immer stärker wird. YouTube mittlerweile an Reichweite in den USA mehr Zuschauer hat als alle 5 Sendernetzwerke zusammen. Das wollte ich ja genau darauf, und wenn ich in 5 Jahren Filme mache, dann stelle ich die sowieso noch online. Da rede ich gar nicht mehr mit einem Sender. Und die Erlösmodelle bietet ja ein Werbenetzwerk und ein Netzwerk, das CC-Lizenzen und alles Mögliche anbietet. Oder bei Vimeo dann mit irgendwelchen Pro-Accounts und so ein Zeug. Das heißt, da entsteht eine Infrastruktur, die an sich sehr viel von dem bietet. Der kleine Haken an der Sache ist nur das, es ist eine Plattform, die weder dir, noch dir, noch mir, noch dir gehört, die auch noch in einem anderen Land liegt, nach Kriterien, wo wir auch nicht genau wissen, wie die eigentlich funktionieren.
Ja. Und die mit hoher Wahrscheinlichkeit so offen dann eben am Ende auch gar nicht ist. Genau, das ist der Punkt. Darauf wollte ich hinaus. Also insofern wäre das so eine Form, wo wir sagen, da müssen wir hin, oder hättet ihr damit totale Schwierigkeiten? Ja, das ist eine Forderung, die ich seit Jahren, so ich einfach sage, das ist kein, also genau, es ist ja nicht so, dass es vor dem Internet nicht da war. Ja? Es gab immer die 1% der GEZ-Gebühren, die an die offenen Kanäle gegeben wurden. Die offenen Kanäle, das war irgendwo am Stadtrand, so ein paar Studios, wo man eine Beta-VHS ausleihen konnte und dann konnte man mal so einen Videoschnittkurs machen. Und ich kann mich daran erinnern, also meine ersten Filme habe ich da gedreht, die sind aus Gründen der Schutz der Bevölkerung sind die nicht digitalisiert worden. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wer war da? Ja, es war der offene Kanal Frankfurt-Offenbach. Ja. Da war natürlich Farsi oder andere. Also sprich, da gab es gewisse Bevölkerungsgruppen, wenn ich das mal erzählen darf. Es gab also gewisse Bevölkerungsgruppen, die damals schon, also im analogen Bereich, vollkommen ignoriert wurden vom Öffentlich-Rechtlichen und vom Rest sowieso. Und da gab es Farsi-Talkshows, ja. Da gab es quasi eine persische, da gab es also alles Mögliche. Gab es Communities in Frankfurt, die dann eben auf einen Kanal gesagt haben, Edgy Badge, wir machen unsere eigenen Medien. Das war quasi YouTube 0.5. Ja. Aber wen müssen wir jetzt künftig fördern? Wem hat es gehört? Es hat gehört den Leuten, die es gemacht haben. Mhm. So. Und dieselbe Sache, also es ist, damit wollte ich nur sagen, es gab vom Internet auch schon die Idee, dass Bürger am Öffentlich-Rechtlichen partizipieren, indem sie produzieren. Mhm. Das gab es schon vorher. Mhm. Und deswegen 1%, jetzt sage ich 5%, 10% der GEZ-Gebühren haben an Bürger zu gehen, die als Blogger, Videoblogger oder sonst irgendwie Inhalte produzieren. Gleichzeitig muss es natürlich auch hier eine Weiterbildung geben. Also es kann jetzt nicht einfach nur sein, so hier habt ihr das Geld, ja, so ich bin Blogger und mache irgendwie so eine Anmeldung, ARD.de, melde mich an, Jens Best ist Blogger und dann kriege ich irgendwie jeden Monat Geld. Ja, so pro Artikel, den ich schreibe, egal was drinsteht, Katzenfotos, kriege ich meine 10 Euro, ja, keine Ahnung. Also so soll es nicht sein. Also natürlich ist dann im Gegensatz zu sagen, ja, da gibt es einen Auftrag. Gibt es einen Auftrag, Menschen, die produzieren zu wollen. Damals, also einer wird gewinnen, war für die Konsumenten die Bildung. Ja. Ich fand ja ein großes Meisterwerk, dieses einer wird gewinnen, EWG, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Ich habe mich mal gefragt, wo sie die ganzen Europäer herbekommen haben, die so wunderbar Deutsch gesprochen haben. Ja, und Kuhlenkampf hat noch ein bisschen klassische Bildung vermittelt. Mhm. Das war Bildungsfernsehen par excellence, aber zum Konsumieren. Und jetzt, wir haben die Wikipedia, wir haben also Orte, wo man selber die Erkenntnis sich erarbeiten kann. Und sowas braucht man jetzt auch mittlerweile, also gar keine Frage mehr. Gehst du damit? Also, und deswegen finde ich schön, dass wir langsam an den Punkt kommen, weil wir hatten uns angewöhnt, so lange Worte zu sagen, wie Urhebervertragsrecht und so. Ich finde, da langweilen die Leute wahrscheinlich jetzt auch draußen mit. Deswegen werden wir mal ein bisschen Butter bei die Fische. Yeah. Es ist doch schon längst da. Ja, auf YouTube werden Ameisenvideos geremixt bis zum geht nicht mehr. Da interessiert keine Sau, wer da wo die Rechte hat und ob man dann vielleicht einfach dann Witze erzählt und den Ameisenvideo sich runterholt und dann irgendwie neu vertont mit den Stimmen vom Ex-Freund oder so, was weiß ich. Ja? Die Leute machen das doch schon längst. Die Frage ist, sollte man nicht dieses wilde, anarchische Tun mit einem proaktiven Grundversorgungsauftrag neu versehen und zu sagen, ja, man kann aus Ameisenfilmen auch tolle, noch klügere Ameisenfilme machen und nicht nur in Anführungszeichen albernen Kram. Also, bitteschön, ich meine, es ist doch längst da. Aber lass mich kurz für Steffen, gehst du da mit? Du meinst, was mit unseren Inhalten dann da passiert? Nein, ich denke, wenn du, ich hab dir ja angeboten, dass ich dir 3,50 Euro von den 10 Euro für eure Inhalte gebe, dass ihr die quasi auch... Die hast du ziemlich oft vergeben. Ja, finde ich auch. Ja, aber das ist ja die Kunst, weil wenn du Gebühren, wenn du öffentliche Gelder hast, vergibst du sie eh 5-mal. Ja, erstens mal ist natürlich, ich finde, es ist schon schön, dass wir praktisch auf sowas nicht angewiesen sind, sondern dass das unser Erlösmodell im Moment funktioniert. Mhm. Und dass ich auch glaube, dass es in Zukunft funktionieren wird. Zumindest auch in dem Rahmen, den ich absehen kann. Mhm. Deshalb ist es nicht so einfach zu sagen, ob das, also wir haben uns bei diesem Pitch von YouTube zum Beispiel mit diesen, YouTube ist ja jetzt auch in das Sendergeschäft eingestiegen. Wir haben uns da auch dran beteiligt, sind dann aber von YouTube nicht genommen worden, was ich im Nachhinein, glaube ich, auch nicht so schlimm finde, weil ich glaube nicht, dass es für diejenigen, die es tun, im Moment schon ein Geschäft ist, was richtig gut funktioniert. Also diejenigen, vielleicht gibt es da auch jetzt welche, die damit reich werden, aber so richtig nicht. Ich nehme YouTube wahrscheinlich ein bisschen anders wahr als du. Ich nehme es wirklich anders wahr. Für mich ist YouTube teilweise echt ein Problem. Für mich ist es ein Problem, dass es so wenige Zugriffe drauf gibt. Ich sage dir mal ein Beispiel. Wir haben bei Spiegel TV, machen wir seit 2-3 Jahren so eine Salafisten-Berichterstattung.
wo meine Reporter im Netz bei YouTube teilweise in einer Art und Weise angegangen werden, irgendwie der Kollege vom WDR, dem wurde der Kopf, der Hals abgeschnitten und so weiter. Und diese, und da ist dieses mangelnde Zugriff drauf zu haben, auf auch juristisch Einspruch dagegen zu erheben oder zu sagen, wo beginnt die Bedrohung von Personen. Das habe ich was, aber gar nicht gemeint. Da habe ich zum Beispiel dieses Problem damit, dass bis ich bei YouTube so ein Video raus habe, dauert mir manchmal einfach, da sind mir die 24 Stunden sind mir zu lange. Und deshalb finde ich diese Art und Weise, wie sich das da... Die Salafisten sind ja. Jetzt die neuen Hitlers. Ja? Also irgendwie, das ist so nein, das Atomschlag-Argument, wo du einfach sagen, aber der Punkt ist für mich ganz klar. Du musst sagen, also ich habe ein großes Vertrauen, dass das professionelle Produzieren von Inhalten deswegen eine Zukunft hat, weil lass die Leute doch einfach mal machen. Und von 10 Leuten werden 8 feststellen, dass ihnen das zu anstrengend ist, Ameisenvideos zu machen, die nicht total albern sind. Ich bin der festen Überzeugung, dass durch das Zulassen, durch das Handwerkszeug in die Hand nehmen und mal so einen Film machen und dann festzustellen, dass es einem vielleicht sogar danach nicht so ganz, also ein bisschen peinlich vielleicht sogar ist, ja. So, und dann, und vor allem kriegst du dann Leute, die mal ein bisschen gespielt haben und die dann, wenn sie professioneller werden wollen, ich weiß jetzt nicht, was du mit dem Salafisten-Video willst, weil das ist jetzt wirklich, mir ist natürlich klar, dass diese Werkzeuge genauso verwendet werden können für nicht so schöne Dinge, aber der Preis der Freiheit ist nun mal das Böse. Dazu zu argumentieren, wenn wir jetzt hier von Befähigung reden, mir mit Salafisten zu kommen, die irgendwelche Schwachsinnsvideos machen und die Menschenwürde missachten, ja, dann... Nee, deshalb habe ich das vorhin auch schon technisch... Ich habe das an der Stelle kurz einhaken. Ich finde wichtig, wo das technisch liegt. Ja, also aber lass gibt es sowas... Deshalb habe ich das vorhin schon gesagt. Und wir können das viel einfacher machen. Wir können es viel einfacher machen, wenn wir darüber nachdenken. Es gibt Menschen, die nicht ihr ganzes Leben lang prominent sind und Gegenstand von öffentlicher Berichterstattung sich das auch gefallen lassen müssen, sondern Menschen, die das nur zu einem gewissen Zeitpunkt sind, weil sie mit Zivilcourage den Bankräuber in die Flucht geschlagen haben oder was auch immer. Und es aus gutem Grund ist es Aufgabe von professionellen Medien dafür zu sorgen, dass man zu bestimmten Zeiten darüber berichtet und die Menschen dann auch wieder in Ruhe lässt, weil sie ein Recht darauf haben, aus der Öffentlichkeit auch wieder rauszutreten. Ja, dafür aber ich glaube, es ist zu einfach, wenn wir sagen, es gibt auf der einen Seite immer die Profis und auf der anderen Seite gibt es die Laien und die Profis machen alles richtig und die Laien machen alles falsch. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das wollte ich auch nicht sagen. Okay. Ich glaube, wir haben nur eine Schieflage in unserer Diskussion. Ich möchte nochmal auf die 3,50 Euro zurückkommen. Okay. Mit deinen Salafisten. 3,50 Euro, ne? Ja, die 3,50 Euro. Übrigens aus Rundfunkbeiträgen seit diesem Jahr. Gebühren ist tief verankert bei uns allen, aber das üben wir alle gemeinsam miteinander, rutscht mir auch gelegentlich noch raus. Wenn ich so ein Projekt machen will, weil ich, wie jetzt das, was ihr macht, weil ich der Meinung bin, ich brauche viel mehr Partizipation, ich brauche viel mehr Beteiligung und die fällt nicht vom Himmel, die muss ich organisieren, dafür muss ich Rahmenbedingungen schaffen. Da gehe ich voll mit. Ich glaube, wer sozusagen in 10 Jahren, 20 Jahre, hast du sogar den Bogen gezogen, da noch eine Rolle spielen will, wer da überhaupt noch wichtig sein will, der muss das können oder wird es nicht. Jedenfalls für größere Teile der Gesellschaft. Alle die, die irgendwie digital affin sind. Und wer will das in 20 Jahren nicht sein? Wenn ich das aber machen will, brauche ich in irgendeiner Art und Weise dafür eine zumindest halbwegs professionelle Struktur. Das heißt nicht, dass jeder, der dieses Ameisenvideo macht, Profi sein muss. Aber es muss am Schluss jemanden geben, der dem Ganzen den entsprechenden Rahmen gibt. Und das muss ich organisieren. Dann kann ich am Schluss lange darüber streiten, ob es sinnvoll ist, dazu noch eine parallele Struktur aufzubauen oder ob ich die Forderung an öffentlich-rechtliche oder kommerzielle Sender erhebe. Ich würde noch einhaken. Wir reden immer noch von der Struktur. Das ist am Schluss. Ja, wir reden aber von der Struktur. Wir reden davon, wo liegen die Inhalte, wie sieht die Struktur der Inhalte aus, wer organisiert die Partizipation. Ich glaube, dass diese Partizipation ja schon stattfindet. Also im Netz findet Partizipation statt. Die Frage ist immer nur, sind diese Menschen, die partizipieren, gut gefördert, gut ausgebildet? Haben die die Medienkompetenz? Zum Teil haben sie die. Zum Teil könnte die besser sein. Und die Frage ist durchaus, wenn wir sagen, okay, wenn wir dieses, ob es jetzt 3 Euro oder 2 Euro, wie auch immer verteilt sind, aber wenn wir einen Kuchen haben und sagt, man fördert gewisse Dinge, man fördert einmal die Plattformen, man fördert einmal die Journalisten, die Inhalte bereitstellen, man fördert aber auch die Ausbildung dieser Menschen und auch die Ausbildung der anderen Kuratoren,
Prosumenten, wie man immer sie auch nennen möchte, kommen wir da nicht zu einem besseren Ergebnis? Das sind übrigens zwei verschiedene Gruppen. Ja, natürlich. Weißt du, manchmal, ich denke mir manchmal so, einer der Gründe, warum die Wikipedia das werden konnte, was sie ist, war, dass sie in den ersten Jahren keiner so richtig interessiert hat, im Sinne von auf der Metaebene darüber zu diskutieren. Ja? Also so wie wir das heute, weil ich glaube einfach so, da wurde einfach gemacht, verstehst du? Da wurde einfach gemacht und da wurde auch nicht so, also nochmal, die Qualitätsdiskussion, die war 2006, da war die Wikipedia schon ein paar Jahre alt. Ja, ich stelle mir gerade mal vor, die Wikipedia wäre jetzt ein Jahr alt gewesen und es hätte diesen, in der Community gab es die Diskussion, aber in der Öffentlichkeit die Diskussion gegeben, ach guck mal, ein Jahr, 12 Monate und es sind immer noch solche Artikel da drin, die sind ja falsch. Ja, ich möchte gar nicht wissen, was nach einem Jahr in der Wikipedia alles nicht vielleicht falsch, aber zumindest sehr kurz einfach nur dargestellt war. Ja. Und jetzt wir diskutieren dann über was weiß ich, jetzt müssen wir die Partizipation, nicht du sollst die Partizipation organisieren, sondern lass die Leute doch selber die Partizipation organisieren. Also das, der Punkt war der, die Wikipedia ist ja nicht nur so, dass die Leute da frei schreiben können, sondern auch die Regeln, wie die Wikipedia geschrieben wird, auch die wird ja von der Community besprochen. Genau. Ja, und der Anspruch zu sagen, dass kein Widerspruch. Und da ist ja nicht so, dass die irgendwie weniger Anspruch haben. Im Gegenteil, die brauchen vielleicht ein bisschen länger, bis sie auf dieselben Ansprüche kommen, wie wenn man das jetzt toll profimäßig macht. Aber der Punkt ist, es ist immer noch offen. Ich würde Steffen gerne noch ein bisschen ins Boot holen, weil wir sitzen auf der einen Seite, sitzen wir so, ja, das ist, ich möchte dir nicht das Gefühl geben, dass du da falsch am Tisch sitzt. Aber wir müssen auch über die Plattform reden. Weil wir sprechen auf der einen Seite sprechen wir davon, dass es diese offenen Strukturen gibt, am Beispiel einer Wikipedia. Dann sprechen wir darüber, dass das ja eigentlich total toll wäre, wenn das die Öffentlich-Rechtlichen künftig wären, wenn wir die Aufnahme nehmen. Aber vielleicht die Frage an dich, kann so eine Partizipation auch in einem privaten Umfeld sehr gut stattfinden? Kann man daraus vielleicht sogar ein Geschäftsmodell bauen? Ich meine, YouTube ist ja jetzt keine karitative Einrichtung. Die machen damit ja sogar Geld. Die verdienen ja sogar mit Partizipation so viel Geld. Kann man eventuell da auch so einen, also gibt es einen kommerziellen Open-TV-Anspruch? Oder würde dir was einfallen? Du, wir haben da natürlich schon drüber nachgedacht, ob man sowas macht wie Möglichkeiten, Dinge hochzuladen und dann irgendwie bei uns stattfinden zu lassen. Aber da ist es so, ich glaube, da die Zeit, damit Geld verdienen zu wollen, ich glaube, die ist vorbei. Ja, wobei, YouTube ist so stark und ist natürlich technisch auch so stark und ist so, das ist so und so einfach und so smart und so intelligent und gleichzeitig so clean. Aber das ihr habt doch einen super Stellenwert. Ihr habt eine extrem gute Verweildauer bei euch im Online-Angebot, hast du mir erzählt, in eurer Mediathek. Ihr habt ein Werbemodell, das heißt, ihr habt bereits den Ad-Server, der da läuft. Und ihr habt sehr hochwertige Reportagen und journalistische Beiträge, die euch sehr viel Geld kosten, die ihr produzieren müsst. Genau. Und jetzt zu sagen, ich nutze die bestehende Infrastruktur plus die bestehenden Vermarktungsmodelle und lasse aber das, was mich extrem viel Geld kostet, auch von anderen machen, die ich an diesem Modell partizipieren lasse, wäre doch eigentlich... Ja, aber dann kannst du es nicht mehr unter dem Namen machen. Dann kann es nicht der Name, mehr... Dann nimmst du einen anderen Namen. Oder nimmst du halt... Ist das mit der Vermarktung schon wieder schwierig. Machst du TED.com und dann machst du TEDx-Veranstaltungen. Dann gibt es das Spiegel, dann gibt es SpiegelX. So Spiegel-like-Style. Dadurch kriegst du natürlich auch einen Anspruch. Ja? Dass jemand sagt, nee, ich mache nicht mal YouTube. Ich bin mittlerweile so weit. Ich will es noch mal diskutieren in der Runde, weil es klingt so, als wäre Open TV nur was, wo wir in die Förderkasse greifen und das ist ja kein Geschäftsmodell. Ich weiß, dass Wikipedia Spenden einsammelt, aber wie gesagt, Flickr läuft mit sehr vielen Sachen unter CC-Lizenz. Bei YouTube haben wir CC-Lizenzen und diese Partizipationsplattformen müssen nicht immer aus einem schöngeistigen Goodwill-Gedanken heraus entstehen, sondern die können, also auch Twitter ist kein karitatives Unternehmen, da findet Partizipation den ganzen Tag statt, wenn auch nicht auf der Videoebene. Mhm. Wobei Instagram gestern mit Video startet hat, auch da könnte man drüber diskutieren. Also ich weiß nicht, ob man sich da vom Businessmodell so komplett verabschieden muss und sagt, nein, das können wir mit YouTube gar nicht. Also, weiß ich nicht. Ich denke mal drüber nach. Also von mich würde die Meinung in der Runde interessieren, wie viel Platz eigentlich langfristig neben YouTube ist. Also ich war eigentlich gerade schockiert von dem, dass du sagst, na, YouTube ist so dominant. Ich stelle mir einfach eine Welt vor, wo es YouTube mal nicht gibt. Also diese Freiheit muss man sich einfach mal nehmen, weil zu sagen... man kann jetzt nicht immer, abgesehen wie albern die Sprüche sind, wir brauchen ein deutsches Google. Ja? Also das sind immer so, das sind gewisse Politiker, denen sollte man sowieso nicht zuhören, wenn sie über das Internet reden. Aber ich hätte nichts dagegen, gegen eine...
gegen ein europäisches Unternehmen, was eine Suchmaschine startet. Ich hätte auch nichts dagegen für eine Stiftung, die eine europäische Suchmaschine startet oder die einfach sagt, wir machen jetzt mal eine andere Plattform. Und die wird sowieso ganz anders kommen, als einfach nur zu sagen, wir sind jetzt YouTube European. Ja? Also die, dann werden sie keine Chance haben. Wenn sie aber sagen, wir haben eine andere Haltung dazu. Und zwar haben wir eine Haltung, Offenheit mit Partizipation mit Lerneffekt. Ja? Also Partizipation mit Feedback-Kanal. Mhm. Und du siehst zum Beispiel, es gibt einen, jetzt habe ich es gerade nicht, es gibt in Nordrhein-Westfalen einen offenen Kanal, die sitzen in Dortmund und die heißen irgendwie was wie Some Vision oder Vision Summit, nee, nicht Vision Summit, aber Some Vision oder sowas. Mhm. Also quasi der nordrhein-westfälische offene Kanal. Und bei denen ist es so, wenn du, die haben eine Plattform und da kannst du Filme hochladen und du bekommst, wenn du möchtest, Feedback von den Profis, die da sind, über Schnitt und wie du erzählst und so weiter. Ja? Ich spiele die Frage in die Runde. Du hast gefragt, wie viel Platz haben wir neben YouTube? Genau. Wie viel Platz haben wir denn neben YouTube? Naja, zunächst mal haben wir ja ohnehin bereits Platz für Vimeo, für Archive.org und für eine Fülle weiterer Videoplattformen. Zum anderen haben wir aber neben YouTube auch Platz für Network Awesome. YouTube ist alles. Jegliche Güte, jegliche Inhalte, jegliche Quellen. Und dann kommt eine Community von etwa 150 Leuten, die jeden Tag aus YouTube-Uploads 6 Programme zusammenstellen. Kuratiert nach Kriterien, die allerdings hier nicht die Grundversorgungskriterien sind, sondern das, was übersehen wird oder was einfach cool ist und was uns gefällt. Aber es gibt Kriterien, es gibt einen Filterungs-, einen Auswahlprozess, es gibt eine Redaktionsstruktur, die aber offen ist. Also da gibt es nicht eine Redaktionskonferenz mit Chefs, die letztendlich entscheiden, sondern es ist eine Community, die sich untereinander austauscht und jeden Tag 6 Programme zusammenstellt. Dafür ist ganz offensichtlich Platz neben YouTube. Und etwas Ähnliches mit einem Auswahlfilter Grundversorgung, der aus einer Community-Diskussion wie bei Wikipedia entsteht, denke ich, wäre nicht nur eine Erweiterung für YouTube, zumal da ja auch andere Quellen natürlich mit reinkämen, eigene Produktionen mit reinkämen, sondern ich könnte mir vorstellen, das ist natürlich unsere Hoffnung dabei, dass das Menschen dazu führt, sich auseinanderzusetzen. Das ist auch gesagt, wenn man mal mit Video gearbeitet hat, merkt man, wie schwierig das ist. Es gibt einen Medienkompetenz, einen Lerneffekt, der auch sich auf die Rezeption auswirkt. Wenn man sich in eine Diskussion begibt, was ist denn eigentlich Grundversorgung? Was brauchen wir denn als Gesellschaft? Was ist wichtig für den politischen, sozialen, kulturellen Prozess? Dann geht man auch anders an eine Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ran. Qualifizierter kann dort qualifiziertere Fragen stellen und sich Vorstellungen machen, wie das anders sein könnte, wenn man es mal in einer vollkommen offenen Experimental-Labor-Umgebung, wo es natürlich auch darum geht, was für neue Präsentationsformen gibt es. Wie kann man diese Dinge verknüpfen? Wie kann man navigieren in audiovisuellen Informationsumgebungen? All das soll hier natürlich auch passieren. Es knüpft in der Tat so ein bisschen an die offenen Kanäle an. Einiges von dem, was wir da vorhaben, ist dort bereits erfolgt. Und insofern ist ein mögliches Folgeprojekt von Wikivision, also es kann in verschiedene Richtungen gehen, aber eine Idee ist natürlich, dass hier das duale System zu einem trialen System wird, also neben öffentlich-rechtlich, privat, jetzt auch zivilgesellschaftlich, mit den entsprechenden Folgen, die das dann auch haben sollte für eine Partizipation an den Beitrag. Gibt es Platz neben YouTube? Oder wird der Platz für euch oder für andere enger? Ja, ich glaube, wir finden den Platz nur darüber, dass wir eine Marke sind. Also dass praktisch die Leute uns wollen oder weil sie Filme von uns finden, wie auch immer sie die finden, ob die getwittert werden oder ob sie geliked werden oder was auch immer. Und im Kern ist bei uns das Entscheidende, was ist der Absender tatsächlich. Mhm. Das ist der Kern der Marke. Und diesen Platz haben wir. Und dafür gibt es auch ein Publikum im Netz, das sich das anguckt und das sich das auch lange anguckt. Das dann bei uns bleibt und tatsächlich da ist. Das wissen wir schon. Mhm. Ich glaube eben mit diesen, wir haben natürlich auch einen YouTube-Channel,
machen das aber sehr dosiert. Also wir stellen nicht alles auf YouTube, wir machen das vielleicht 2-3 Stücke am Tag, also jetzt aus der Bewegtbildwelt des Spiegels insgesamt. Nee, wir versuchen es einfach, im Kern ist es auch eine Art Verknappung. Die Leute sollen natürlich auf die Website kommen, um sich bei uns bei Spiegel Online angucken. Sie sollen zwar wissen, dass es uns gibt, sollen unsere Marke kennenlernen, die jungen Leute, und dann zu uns kommen und das bei uns bei Spiegel.de angucken. Oder aber wenn ich jetzt gerade, was ihr beide gesagt habt, so einen Dreieck sitzen da, gerade die Zivilgesellschaft, die kommerzielle Videoproduktion und die staatlich geförderte öffentlich-rechtliche, also, ne, wie wissen wir es? Also, dieses Dreieck, in dem verändert sich gerade einiges. Und, aber die Bezugsformen können ganz neu sein. Ich finde, das mit der Marke ist richtig. Mhm. Es gab ja mal diesen Tweet, so HBO, kannst du mir bitte eine Kontonummer geben? Es gibt ja viele, die aus irgendwelchen Gründen illegale Quellen finden, wo sie HBO-Programme schauen. Ja? Ich weiß nicht, wie man das macht, aber es geht anscheinend irgendwie im Internet. Ja? Und die quasi aus sich heraus gesagt haben, ich habe so viele tolle HBO-Sachen geschaut, ich würde ihnen jetzt gerne mal 50 Euro überweisen. Ich weiß aber nicht, wohin. Wir machen jetzt Folgendes. Aber darf ich ganz kurz noch? Nur super schnell. Ich fände es schön, wenn ihr und aber auch die Landesmedienanstalten zum Beispiel nächstes Jahr beim Webvideopreis, der ja nicht unbedingt nur immer aus Videos von YouTube bestehen, sondern da sind die Jugendlichen momentan deswegen, und Jugendliche können sehr gut schneiden und die haben, also, und es gibt den Webvideopreis, es gibt also schon was, und es wäre schön, wenn Spiegel TV und die Landesmedienanstalten nächstes Jahr beim Webvideopreis einen eigenen Preis stiften würden, weil ich meine, da kommen Leute her, die später bei euch arbeiten könnten und die dann froh sind, oder die nochmal als Herausforderung sehen, unter der Marke Spiegel oder zum Beispiel dann im Öffentlich-Rechtlichen unter noch professionelleren Möglichkeiten sich zu verwirklichen. Und ich glaube, dass dieses Dreieck zwischen Zivilgesellschaft, staatlichen, öffentlich-rechtlichen Programmen und Kommerz wunderbar funktionieren kann. Nur natürlich muss die zivilgesellschaftliche Kraft noch gefördert werden. Und man darf nicht immer sagen, dass alles Neuland wäre. Jetzt muss ich kurz was sagen, weil wir diese Runde total gerne weiterführen können. Aber ich muss einen ganz kurzen Open-TV-Versuch machen. Und zwar möchte ich euch anbieten, jetzt muss ich schauen, welche Kamera ich schaue, das ist jetzt meine Kamera, genau. Ich werde euch jetzt einfach anbieten, ihr könnt jetzt dieses Video nehmen, das stellen wir, so wie es jetzt auch ist, unter CC-Lizenz zu YouTube, und das könnt ihr euch zusammen remixen, wie ihr wollt, oder hoffentlich funktioniert das überhaupt mit diesen Livestreams, ich weiß nicht, ob das geht, aber nehmt es euch, baut es in eure Blogs ein, kommentiert es tot in den Kommentaren, und schreibt uns da rein oder auch bei euch auf den eigenen Plattformen, wie ihr dieses Thema weiter behandeln würdet, ob ihr den Preis stiftet nächstes Jahr für den Webvideopreis oder ob ihr glaubt, dass die beiden ihre Mediatheken zusammenführen sollen oder ob wir aus Wikipedia das nächste YouTube bauen. Schreibt uns das einfach jetzt in den Kommentaren. Wir setzen die Kreativ-Lounge in dem Monat wieder fort und wir bleiben einfach hier am Tisch und packen jetzt die Boxhandschuhe aus und diskutieren das weiter. Danke fürs Zuschauen.